Ganz herzlich willkommen hier in der Red Bull Arena, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Das übliche Kommentatoren-Duo ist live dabei, also Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und das ist heute natürlich auf jeden Fall ein Spiel, das man nicht verpassen sollte. Es deutet alles auf ein klasse Spiel hin. Das ist so eine Partie, die die Fans begeistert und uns hier oben auf der Kommentatorentribüne natürlich auch. Es wurde so viel geschrieben, es wurde so viel diskutiert und jetzt geht es los. Gleich rollt der Ball. Da sehen wir die heutige Aufstellung der deutschen Mannschaft. Im Tor ist Manuel Neuer. Antonio Rüdiger spielt mit Niklas Süle in der Abwehr. Leroy Sané steht gemeinsam mit Serge Gnabry auf den Außenpositionen. Und einzige echte Sturmspitze ist Timo Werner. Wenn ich so 15, 20 Jahre zurückdenke, dann gab es damals Zweifel daran, ob der Fußballboom nicht irgendwann vorbei sein könnte. Heute müssen wir sagen, nix da. Der Fußball wächst immer weiter. Ja, das ist Wahnsinn. Die Menschen lieben den Fußball, egal wo du hinschaust. In allen Ländern, auf allen Kontinenten. Und so werden sie heute dieses Spiel angehen. Sie treten heute offensiv an. Ein 3-4-3, wie wir hier sehen. Ja, so viel Absicherung bleibt da nicht wirklich. Nur eine Dreierkette, ein defensiver Mittelfeldspieler. Ich bin mal gespannt, wie sie das umsetzen. In der DFB-Elf haben wir ja unglaublich viele Weltstars spielen sehen. Buschi, zwei wollen wir jetzt nochmal herausstellen. Ja, zum einen Lothar Matthäus, nach wie vor mit 150 Spielen Rekordnationalspieler. Stolze 20 Jahre hat er für Deutschland gespielt. Und bei den Torschützen ist Miro Klose mit 71 Treffern ganz vorne. Schöner Angriff, da haben sie mehrere Optionen. King Song-Yong. Ja, da ist er zur Stelle, Ballgewinn. Da reichen mahnende Worte, das Spiel hat ja eben erst begonnen. Oh nee, das war kein guter Freistoß. Ja, aber auch kein Wunder bei der Distanz. Leroy Sané ist ein Spieler, der diese heutige Partie dominieren kann, oder? Ja, weil er dribbelstark ist, weil er immer wieder ganz gescheiten Pass spielen kann. Dazu ist er selbst torgefährlich. Also wie willst du den über 90 Minuten als Abwehr komplett ausschalten? Klostermann. Jetzt Gündogan. Werner. Gnabry im Ballbesitz. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Und der Ball geht nicht rein. Ach, aber was für eine Szene und was für eine Chance. Da sind sie gerade noch zur Stelle. Goretzka gibt den Ball her. Das Vorchecking der Heimmannschaft, Buschi. Richtig stark. Heute auch wieder? Naja, jetzt müssen wir mal abwarten. Ja? Vielleicht findet ja der Gegner auch genau das richtige Mittel gegen diese Taktik. Das ist natürlich eine enorm aufwendige, eine enorm kraftraubende Strategie. Ballverlust hier durch Son. Viel Platz für den Konter jetzt. Ja, das ist ein guter Pass. Sané. Und geklärt hier vom Torhüter. Kimmich. Wieder zu Goretzka. Timo Werner.
Da kommt der Pass, aber abgefangen. Gut gemacht. Son. Sie spielen den Ball steil. Guter Heber. Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig gut. Er holt sich vorne den Ball. Ah, ich glaube, aus der Distanz wird das dann doch eher nichts. Klasse Aktion. Torwart hält den Ball fest. Sané. Guter Steilpass. Sie spielen den Ball hoch. Werner. Unglaubliche Parade. So, Ecke kommt. Ball ist nicht drin. Da packt er die Glanzparade aus. Was für eine Szene. Super gehalten. Das pfeift da ab, Handspiel. Auf Handspiel entschieden von der Schiedsrichterin. Es gibt Freistoß. Und das ist eine ziemlich gefährliche Position. Freistoß aus der Distanz, aber echte Gefahr kommt nicht auf. Und so bleibt es erstmal bei diesem Spielstand. Den Ball hat er doch ein gutes Stück drüber gesetzt. Der Abschluss nicht präzise genug. Schade. Ja, 0-0. Ein Spiel mit mäßigem Unterhaltungswert. Tore, keine Chancen, Mangelware. Und ich habe nicht das Gefühl, dass es noch viel besser wird. Goretzka. Sané. Kimmich. Die Pässe jetzt. Der Ball läuft gut. Sie verfallen nicht in Hektik. Warten auf die Lücke. Warten auf die Chance. Den Zweikampf muss er jetzt annehmen. Und es gibt natürlich Einwurf. Platz zum Flanken hier. Da können sie erstmal klären. Serge Gnabry, Timo Werner, Joshua Kimmich hat den Ball. Kimmich hat ihn wieder. Den Zweikampf führt er sehr gut. King Song-Yong. Es gibt noch 2 Minuten oben drauf. Ein Pass mit viel Auge. Da waren sie erfolgreich. Das war heute das erste Tor. Wir sehen nochmal die Wiederholung des Treffers und wir sehen's. Kurzes Eck, Torwart-Ecke. Also da wird der Keeper sich 2, 3 Fragen gefallen lassen müssen. Zur Pause steht es 1-0, ein knapper Vorsprung, der für die zweite Hälfte alle Möglichkeiten offen lässt. Er kann heute leider nicht die gewohnte Leistung abrufen.
Jetzt geht es hier weiter. Deutschland mit dem Anstoß. Gnabry. Gündogan hat den Ball. Gündogan jetzt am Ball. Kimmich. Mit dem Ball Sané. Kaum wurde es gefährlich, holte sich den Ball. Klasse. Wird das eine Torchance? Jon Bitkaram. Ja, könnte was werden. Geht da voll in diesen Zweikampf. Sané. Leon Goretzka. Schön vorbeigekommen. Werner. Der Ausgleich. Jetzt wird es hier spannend. Das ist natürlich klasse für die Zuschauer daheim. Das ist eine richtig interessante Partie. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und dann macht es Timo Werner per Volley wunderbar, wie er das Ding löst. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Sie gehen dazwischen. So, und jetzt sind hier. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Kim Song-yong. Die Nebenleute bieten sich da schön an. Lee Jae-sung. Er hält diesen Ball. Sensationell. Ecke in die Mitte. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Werner. Lukas Klostermann ist das. Gündoğan. Goretzka. Drüber, kein Tor bei diesem harten Schuss. Ja, vielleicht sogar zu hart, Wolf. Da wäre etwas mehr Gefühl angesagt gewesen. Lee Jae-sung, Lee Chung-yong, Jon Bitkaram. Sie sind weiter am Ball. Frage ist, wo ist die Lücke? Und sie machen nichts aus der Chance. Ball ist weg. Gefährlicher Pass von Gnabry. Könnte die Führung werden. Gehalten, aber sie müssen weiter aufpassen. Super Volley, aber kein Tor. Das war technisch herausragend gemacht. Das stimmt eigentlich alles. Es fehlen nur die entscheidenden Zentimeter. Jetzt wird es die Auswechslung geben. No.
9 Minuten sind hier noch zu spielen. Gute Balleroberung. Was machen Sie draus? Anspiel kommt gut. Spielt den Ball. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Und da bedanken Sie sich bei ihm. Er macht zu, ist zur Stelle, verhindert den Rückstand kurz vor Schluss. Jong-min Son. Lee Jae-sung. Wang Hee-chan. Vielleicht die Gelegenheit für den späten Siegtreffer. Chance zur Führung. Riesenszene. Was für eine Parade. Ja, der Ball muss eigentlich sitzen aus der Entfernung. Und dann ist das Spiel hier entschieden. Aber da hat er was dagegen. Eine unglaubliche Parade. Sie wechseln also aus. Kurze Ecke. Jong-min Son. Gibt erneut Eckball. Ecke kommt rein. Ja, ganz energisch. Ball ist raus. Das ist der Abpfiff der regulären Spielzeit. Unentschieden.